Meine Damen und Herren, es geht um Ihr Gehirn und es geht nochmal um Musik. Nicht um Gehirnentwicklung und die Musik vor 50.000 Jahren, sondern um die Musik heute, jetzt und hier und was unser Gehirn damit macht. Ganz Unterschiedliches geschieht im Gehirn und ganz unterschiedliche Verfahren verwendet unser Gehirn, um aus der Musik herauszudröseln, was es da alles an Informationen gibt. Die Melodie, den Rhythmus, den Sinngehalt und vor allem natürlich auch den emotionalen Gehalt. Und weil das das Wichtigste wahrscheinlich ist, deswegen werden wir uns heute auch am längsten damit beschäftigen. Aber fangen wir mal mit was ganz Einfachem an. Musik hat immer einen Rhythmus und Musik hat auch immer eine Melodie. Und es ist eben nicht so, dass Musik einfach nur so wie Sprache links, rechts verarbeitet wird. Nebenbei, der sich mit Musik gut auskennt, wo hört der Musik? Genau da, wo er Sprache auch hört. Nämlich analytisch, kritisch und mit viel Verstand links. Und der Anfänger, der zum ersten Mal ganz überwältigt ist von Musik, sie aber nicht genauer auseinanderfisselt, sondern einfach nur Musik, wusch, ihn überwältigt, ihn überfällt. Wo hört das? Rechts. Es ist also nicht nur eine Frage der Musik oder des Aspekts von Musik, es ist sogar eine Frage der Vorerfahrung, die jemand hat, wo er im Kopf Musik verarbeitet. Zwei Aspekte von Musik, die ganz wichtigen, Melodie und Rhythmus, werden auch ganz woanders verarbeitet. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Geigenspieler eigentlich die Geige so in die Hand nehmen? Eigentlich sind doch die meisten Menschen Rechtshänder. Und wenn die Leute Rechtshänder sind, machen sie doch mit rechts sozusagen das Kleingefiesel am besten. Warum ist es jetzt so, dass die Geigenspieler das mit links machen? Ganz einfach. Weil Melodie in unseren Köpfen in der rechten Hemisphäre verarbeitet wird, repräsentiert ist und deswegen der Weg von da nach da, Sie wissen, die Fasern kreuzen und wir haben sozusagen das hier oben im Gehirn repräsentiert. Und weil es, wenn wir sozusagen hier das Genaue machen müssten, erstmal um die Ecke gehen müsste, langsamer würde, deswegen ist es schon ganz gescheit, so Geige zu spielen. Das macht deswegen auch noch Sinn, weil mit dem Bogen machen wir natürlich den Rhythmus der Noten. Und der Rhythmus ist links lokalisiert. Das ist nicht nur für die Geigenspieler wichtig, sondern zum Beispiel auch für diesen Herrn hier. Der hat eine südfranzösische Einhandflöte, die habe ich Ihnen auch mitgebracht. Die sehen Sie hier. Die hat genau drei Löcher. Die nimmt man in die, und jetzt kommt's, linke Hand und spielt drauf. Ich erspare Ihnen das jetzt, macht einen Ton. Aber ganz besonders ist es nicht. Ich kann auch nicht genau drauf spielen. Ist gar nicht so einfach. Man hat nämlich nur die eine, und zwar die linke Hand und nur drei Löcher, aber man kann damit Töne spielen. Warum macht man das mit der linken Hand, obwohl das ja auch viel schwieriger ist, als mit so einem Klöppel noch auf eine große Trommel? Das Ding heißt auf Französisch Tambourin, diese große Trommel zu schlagen. Das macht er mit rechts. Warum? Weil rechts macht er den Rhythmus, der links im Kopf repräsentiert ist. Hier macht er eine Melodie, die ist wiederum rechts im Kopf repräsentiert. Das ist das Cover eines Buchs. Ich habe dieses Buch mal durchgeschaut. Da sind ganz viele Einhandflötenspieler mit ihren Trommeln abgebildet. Vor 100 Jahren, vor 50 Jahren. Habe alle Bilder mal ausgewertet. Es gibt ein paar. Da ist es so rum, die spielen so, die Häufigkeit ist etwa so groß wie die Häufigkeit der Linkshänder. Das heißt, es gibt natürlich ein paar Menschen, bei denen ist alles andersrum. Und deswegen müssen die dann eben auch die Flöte in die rechte Hand nehmen und so weiter. Aber es gibt nicht sehr viele. Aber die Häufigkeit bei den Einhandflötenspielern zumindest ist offensichtlich so groß, etwa wie die Häufigkeit von den Linkshändern in der allgemeinen Bevölkerung. Nun, es gibt eben nicht nur Melodie und Rhythmus. Es gibt auch, und das ist was ganz Wesentliches, emotionalen Gehalt. Wie kommt der zustande? Das ist so eine grundlegende Sache, dass man es lange Zeit gar nicht untersucht hat. Ist doch klar, würden alle sagen. Natürlich ist Musik emotional. Das braucht man gar nicht untersuchen. Das weiß sowieso jeder. Dass der Himmel blau ist, braucht die Wissenschaft nicht festzustellen. Das weiß jeder. Warum er blau ist, ist was anderes. Dass er blau ist, müssen wir nicht groß überlegen. Und dass Musik emotionale Qualitäten hat, ja, das ist so banal, dass sich die Wissenschaft erst vor wenigen Jahren überhaupt mal dazu durchgerungen hat, mal eine Untersuchung zu machen. Man hat in der Tat Leute gefragt, sagt mal, in den letzten 5 Jahren,
Wie war denn das? Könnt ihr euch erinnern an ein Erlebnis, wo ihr Musik gehört habt und wart irgendwie emotional ganz heftig angespannt? Und die Frage war, welche Emotion war es denn? Und da kam was Interessantes raus. Das Häufigste, was die Menschen berichten, was ihnen durch Musik jemals passiert ist, ist Folgendes. Mir lief es eiskalt den Buckel runter. 90% der Befragten gaben das an, dass ihnen eiskalt den Buckel runterlief, als sie eine besonders schöne Melodie oder ein besonders schönes Stück gehört haben. Es gibt andere, die geben an, ich wurde wütend oder mir sind die Tränen gelaufen. Ich hatte irgendwie Hitzewallungen. Also es gibt viele Reaktionen. Ich musste lachen. All das gibt es auf Musik. Ja. Und das hat mich ganz traurig gemacht. Aber das eiskalte den Buckel runterlaufen, das war das Häufigste. Nun, wie kommt es, dass Emotionen und Musik so eng zusammenhängen? Die erste Theorie, die man schon in den 50er Jahren konzipiert hat, ist die heißt wirklich so, Darling, they are playing our tune, Theory of Emotions. Das heißt, offensichtlich hatten wir mal schöne Erlebnisse in der Kindheit und Jugend vor allem. Und da gab es dann die Musik oder diese oder jene. Und was ist passiert? Wir haben das erste Rendezvous, den ersten Kuss mit dem Stück in Verbindung gebracht, den ersten Tanz. Und seitdem gefällt uns dieses Stück. Diese Theorie kann leider nicht so sehr viel erklären. Sie kann erklären, warum manche Menschen besondere Stücke mögen und eine besondere Beziehung zu besonderen Stücken haben. Natürlich. Sie kann erklären, warum die Musik, die gerade in Mode war, als jemand Jugendlicher war, ihm zeitlebens nicht mehr loslässt. Es gibt die Beobachtung, dass sie in ein Altersheim gehen, extrem pflegebedürftige Menschen haben, Marschmusik einschalten, ja, und die Leute stehen aus dem Bett auf und marschieren. Und sie schalten die Musik aus und die sind wieder stocksteif und müssen im Bett wieder gepflegt werden. Aber zur Marschmusik sind sie marschiert. Oder zum Wiener Walzer haben sie getanzt. In 60 Jahren wird man andere Musik einschalten müssen, um die Leute aus den Betten zu kriegen, die pflegebedürftig sind. Es geht mir darum, klarzumachen, ja, es gibt diesen individuellen Zusammenhang der Lebensgeschichte des Einzelnen mit bestimmter Musik. Der erklärt aber noch nicht, wie es sein kann, dass Musik doch irgendwie grundlegender ist und uns wirklich emotional unmittelbar angeht. Trotzdem wissen wir ein bisschen was. Wiegenlieder gibt es überall auf der Welt und sie sind interessanterweise auch überall gleich. Die Mutter hat das Kind so, wiegt es im Rhythmus ihres Körpers. Was passiert? Der Kleine schläft ein, er ist nämlich dadurch beruhigt, dass er den Herzschlag hört, deswegen hat sie ihn auch auf dem linken Arm, hat das Ohr am Herzen, der Kleine, hört und wird ganz langsam hin und her gewogen. Und das ist das, was bei Wiegenliedern was ganz Besonderes ist, was da was Wichtiges ausmacht. Es ist der langsame Dreivierteltakt-Walzer-Rhythmus, der dann darauf plötzlich hinausläuft. Etwa auf ein Herz pro Sekunde schwingt der ganze menschliche Körper hin und her. Die Bedeutung von sowas ist mir persönlich zum ersten Mal aufgefallen, als ich auf Kindermaskenbällen viel Musik gemacht habe. Wissen Sie, was das Problem bei Kindermaskenbällen ist? Dass die Kleinen so leicht sind. Und wenn die dann hüpfen, ein Erwachsener hüpft so. Und ein kleines Kind hüpft so. Und wenn sie nun Lieder spielen, die man so aus dem Radio kennt, wie müssen sie die spielen? Doppelt so schnell, damit die Kleinen auch dazu tanzen können, weil sonst wissen die gar nicht, mit dem Körper gescheit umzugehen. Denn ihre Eigenfrequenz ist schlichtweg viel höher als die Eigenfrequenz schwingender Erwachsener. Problem, der Musikant kommt ganz schön ins Schwitzen. Nun, nicht nur der Aspekt des Rhythmus ist uns unmittelbar mit in die Wiege gelegt, wörtlich, auch bestimmte Aspekte von Melodie. Wenn ich zum Beispiel spreche, dann fülle ich erstmal meinen Brustkorb mit Luft, dann geht mir die Luft langsam aus und weil damit der Druck langsam abnimmt an meinen Stimmritzen, wird meine Stimme am Satzende immer tiefer. Und das muss so sein, das ist überall, in jeder Kultur so. Tiefer werden kündigt an, jetzt ist Schluss, der Satz ist Schluss. Eine tiefer werdende Melodie zeigt damit sowas wie ein Ende an. Denken Sie mal an Schlaf, Kindchen, Schlaf. Und auch an andere Melodien, die Kinderlieder ausmachen. Was ist damit? Da geht die Melodie abwärts. Damit ist signalisiert, Kind, hör mal zu, jetzt ist Schluss, jetzt kann man schlafen und so weiter und so weiter. Dazu kommt noch der Rhythmus. Dazu kommt noch ein Text, der in allen Wiegenliedern etwa so geht, ist schon okay, morgen ist auch noch ein Tag, jetzt ist mal Schluss und es passiert weiter nichts groß. Wenn Sie das zusammennehmen, ist ziemlich klar,
dass sozusagen schon im Wiegenlied eine bestimmte emotionale Komponente liegt, die keineswegs zufällig ist, sondern die von so banalen Sachen wie der Eigenfrequenz der Schwingung des menschlichen Körpers, dem Herzschlag, dem Luftdruck an der Stimmritze und dessen Abnahme und so weiter abhängt. Also was Sie haben, ist pure Physik und was rauskommt, ist ein Wiegenlied. Das demystifiziert schöne Wiegenlieder keineswegs. Es zeigt nur, dass Menschen überall auf der Welt ähnlich sind. Und dass deswegen auch ja, Wiegenlieder wirklich unglaublich ähnlich sind. Soweit hat man sie durchaus schon untersucht. Zurück zur Emotion. Es gibt also durchaus grundlegendere Dinge. Und man hat, um noch mal herauszufinden, genau herauszuarbeiten, was Musik eigentlich mit uns macht, Menschen einfach gefragt, sagt mal, bei welchem Stück habt ihr sowas wie Gänsehaut? Habt ihr das Gefühl? Und wer gesagt hat, ja, wir haben das Gefühl, das waren dann die optimalen Versuchspersonen. Die wiederum wurden in den Scanner gelegt und man hat dann gesagt, so, wir spielen euch das Lied vor, was euch Gänsehaut macht. Als Kontrollbedingung hat man ihnen vorgespielt, was einem anderen Gänsehaut gemacht hat, aber nicht dem. Und das war wichtig. Man hat nämlich nicht Mozart mit Hard Rock verglichen. Dann hätte man nämlich nicht sicher sein können, das liegt tatsächlich, wenn man Unterschiede findet, an der Emotion. Was hat man verglichen? Die gleiche Musik über die Gruppe von 10 Versuchspersonen, aber so verteilt, dass es einmal um Gänsehaut geht beim Hören und einmal nicht. Und wenn Sie jetzt das machen, das Experiment, ja, und dann vergleichen Sie die Gehirnaktivierung miteinander und ziehen sie voneinander ab und können einfach nachgucken, wo im Kopf sitzt die Gänsehaut. Und das sehen wir jetzt auf dem nächsten Bild. Sie haben solche Bilder schon gesehen. Erinnern Sie sich an die Schokolade im Gehirn und andere Experimente? Was wir hier letztlich auf dieser Seite sehen, sind Aspekte des Belohnungssystems. Das Ding springt auch an, wenn Sie Kokain nehmen, wenn Sie Schokolade essen, wenn Sie einen Sportwagen betrachten, wenn Sie kooperativ sind, wenn ein netter Blick kommt. All das haben wir schon gesehen. Dieses Ding, jedes Mal war es beteiligt. Es springt auch an bei schöner Musik. Und es projiziert, schickt seine Impulse hierhin, hier vorne hin, in das Stückchen Gehirn, was hier über der Augenhöhle orbitar, vorne frontal sitzt. Man spricht vom orbitofrontalen Kortex. Hier haben wir Bewertungen und diese Bewertungen werden angezeigt, aha, toll, hier ist was ganz Tolles passiert. Und das beides, die Bewertungsentstehung und die Bewertungsregistrierung und Bewertungsverarbeitung, beides sehen Sie bei schöner Musik, geht das los. Es ist noch toller, was die anderen Sachen, wie Schokolade, Kokain etc. alles nicht machen, das sehen Sie hier. Denn Musik macht noch was ganz anderes. Sie haben hier ein Stückchen, das wird, und das sieht man wahrscheinlich nicht mehr, das sind negative Zahlen. Dieser Gehirnbereich, das ist der Mandelkern auf beiden Seiten, der wird durch schöne Musik abgeschaltet. Sie sehen hier negative Korrelationen. Was heißt das? Nächstes Bild. Der Mandelkern ist eine Struktur, die sitzt hier. Das Gehirn betrachtet zum Beispiel eine Schlange. Und dann wird hier hinten rausgebracht, das ist eine gelb-schwarz gestreifte Schlange. Bevor das passiert ist, hat der Mandelkern noch eine schlechte Schwarz-Weiß-Kopie von diesem visuellen Input und weiß sofort, hier stimmt was nicht. Macht deswegen den Puls hoch, den Blutdruck hoch, die Muskeln an und vermittelt uns den Angstaffekt. Dieses Stückchen Gehirn ist unglaublich wichtig, wenn es um Gefahr geht. Denn noch bevor wir wissen, was das da eigentlich ist, hat der uns und unserem Körper schon gesagt, hoppla, losrennen, also flüchten oder kämpfen. Und diese Struktur, die uns Angst macht, die schalten wir ab, wenn wir schöne Musik hören. Die Hirnforschung macht also klar, was Sie machen, wenn Sie nächstes Mal in den Keller gehen, wenn es dunkel ist, weil Sie gerade um 22:30 während des Fußballspiels das nächste Bier holen wollen und Sie fangen an, ein Lied zu pfeifen. Sie schalten Ihren Mandelkern ab, weil schöne Musik, ich hoffe, Sie pfeifen gut, den Mandelkern eben abschaltet. Und was machen Sie damit? Eigentlich würden Sie natürlich alles schlimmer auf sich ziehen. Aber nein, Sie schalten das, was Ihnen Angst macht, in Ihrem Gehirn ab mit schöner Musik. Musik macht das Belohnungssystem rauf, das Angstsystem runter. Was Schöneres kann man sich eigentlich kaum vorstellen.